spiele heute Remnant from the Ashes. Und wir gucken mal, wie hart wir heute auf die Mütze kriegen. Beziehungsweise, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, das letzte Mal waren wir, glaube ich, auch ziemlich verwirrt. Ja, da war... War das die Sandmap? Nee, oder war das dieses im Wald, wo wir auf einmal nicht mehr weitergekommen sind? Ich glaube, wir waren im Wald irgendwo. Ja, ich reise einfach mal zum letzten Checkpoint. Mach das mal. Und wir gucken, wo wir rauskommen. Ja. Yeah. Oder waren wir schon bei irgendeinem Boss? Boah, das kann natürlich... Keine Ahnung mehr, in welche Richtung wir gehen müssen. Ich glaube, hier hat Dungeon angefangen und dann ist immer dieser Point. Wir können aber mal durchlaufen, gucken, was kommt. Ah ja, doch. Nee, da war doch dieses Viech, was wir platt gemacht haben und dann verschwunden ist an der Decke. Oh, das kann sein, ja. Dieses Gimmelteil da. Ja, gut, aber jetzt wissen wir trotzdem nicht, wo genau, wir wussten das letzte Mal nicht, was wir machen sollen. Nice. Müssen wir vielleicht hier irgendwas platzieren? Also erst noch finden. Ja, kannst du da denn irgendwo hindrücken? Ja, eigentlich nicht, oder? Ja. Oh, stimmt, Alter. Oh. Nice. Sagt die Map vielleicht irgendwas? Die Map sagt irgendwie gar nichts. Gibt's nicht auch irgendwie so Story? So Eslans Schlüssel hat mich in eine Art Dschungel geführt. Finde ich hier den Gründer? Meine Gefühl sagt ja. Ja, wow. Oh. Dann ja, gut. Reisen wir vielleicht einfach mal doch zu diesem... Wir können hier ja nur zurück, ne? Wir können nur in die Station reisen. Lass hier mal raus, vielleicht sind wir dann wieder am Anfang. Schauen wir mal. Ja, nice. Okay, was sagt die Map? Da waren wir auch schon überall. Naja, die Map ist bei mir halt auch wieder nicht aufgedeckt. Ach. Also ich kann da nicht wirklich helfen. Also wir haben zumindest alles aufgedeckt hier auf der Map. Okay, dann müssen wir von da vielleicht noch irgendwo hin. Was eine Rotze. Wie hießen die Scheiße, wo wir da gerade waren? Keine Ahnung. Hast du nicht irgendein Journal oder so, wo du reingucken kannst? Ah, wir hatten noch so ein Buch, ne? Irgendwie sowas, oder? Weiß aber nicht mehr. Drücken wir mal Tasten. Okay, F ist Fähigkeit. Ja, ne. Passiert irgendwie nichts. Ja, geil. Alter. Ah. Ah! Lass mal zurück hier den Raum angucken, wie der heißt. Jo. Überhaupt irgendwas steht. Ah, guck mal, nee. Was denn? Schrein des Wächters. Guardian Schrein. Okay, kannst du ja mal googeln vielleicht. Ja, man dachte mir nämlich auch gerade so, jetzt ewig lang umsuchen, habe ich keinen Bock. Ja. From the Ashes.
So, Schrein des Wächters. Ich glaube, das Spiel leidet auch ein bisschen darunter, dass es so viel gleich aussieht irgendwie, so in einer Area. Ja, auf jeden Der Fall. Der Wald ist halt überall dann so gleich und die Wüste ist ja auch alles so wüstig und so. Wie heißt denn die Welt, wo wir hier sind? Ich hab keine Ahnung. Die Waldwelt hat irgendwie, ich weiß. Jescha? Kann sein. Ja. Heißt sie so? Ja, also das ist zumindest die Waldwelt. Okay, dann haben wir hier Jescha. Wieso kann man nicht einfach gleich die Lösung hier kriegen, wenn ich da eingebe, alle? Ja, Mann. Nice. Das ist der beste Streaming-Content, den es gibt. Ist so. Ja, irgendwie findet man da gerade nichts Gescheites für. Ich würde mal sagen, mir wird auf der Map nämlich hier ein Totenkopf angezeigt. Ja. Laufen wir da einfach mal hin, vielleicht ist es ja der Bossgegner. Weil es ja auf der nächsten Map, auch noch. Bitte? Ist der auf der nächsten Map auch noch? Also er zeigt zumindest in die Richtung, wo der Ausgang ist. Laufen wir da einfach mal hin. Vielleicht klappt's ja. Okay, ist immer noch angezeigt. Ist das nicht einfach ein Ding, was auch die ganze Zeit in der Map ist oder so? Aber wenn ich M, also wenn ich die Map aufmache mit M, ist er weg. Das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Boah, auf jeden Fall ist das Game voll laut. Dann einfach mal durch. Wo ist der lang? Ich hab keine Map mehr. Achso, ja, einfach geradeaus weiter. Immer noch geradeaus. Hier lang. Oh, hups, sorry. Alter. Was stirbst du denn noch? Ja, Mann, ich war direkt ohne Leben von deinem Schuss. Oh, shit. Alter. Wie heiß ich dir nochmal? Nee. Ich bin so vor die Flinte gelaufen, Alter. Ja, Mann. So, der Totenkopf ist hier lang.
Okay. Ja, der Totenkopf ist irgendwie nicht mehr da. Nice. Oder sind wir schon fertig mit der Map? Ja, aber wo sollen wir denn dann hin? Alter. Hier die ganze Zeit ist nicht sicher, weil noch Gegner neben dran sind. Also. Ist jetzt? Ich will ja hier beim Porten was angezeigt. Oh, oder wenn wir einfach mit irgendjemandem labern oder so in der Base, wird wahrscheinlich auch nichts bringen, ne? Können wir mal schauen. Kannst du mal durch die Base laufen und ich google mal. Jo. Vielleicht bringen wir irgendwas in Erfahrung. Irgendwie so ein Schlüssel schon, vielleicht. Naja. Guck mal, das habe ich bei dem Wiki gefunden, zumindest. Du musst so runterscrollen, bis du bei Yesha bist. Ja, das habe ich auch gerade gefunden, ja. Ah, okay. Vielleicht sagt es dir irgendwas. Also diesen Founders Key haben wir zumindest noch nicht. Oder ich nicht. Vielleicht hast du den ja. Aber ich glaube es nicht. Okay, den Weltenboss haben wir noch nicht gemacht. Und den Totempfader haben wir auch noch nicht gemacht. Okay. Navu. Wer ist dieses Navu, Alter? Das war mit dem vielleicht Talk, die oder? Eine? Die ganz am Anfang irgendwie? Warte mal. Also hier ist nichts gewesen, hast du gesagt? Nee, also mit dieser Tusse oben in dem Command-Ding ist nichts. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir auf der Welt mit dieser Yesha, nee, Navu reden können. Jo. Yesha, der grüne Strand, Flötenspieler Pan, Waldlichtung, festsitzende Händlerin, Gefängnis des Gründers. Wo geht da mal hin? The fuck? Vielleicht waren wir da schon, haben den Stein aktiviert und gingen noch nicht weiter, weil wir den Rest noch nicht gemacht hatten. Das kann sein, ja. Weil es steht ja auch hier, dass wir da hin müssen. Ja. Und da den Founders Key zu bekommen. Okay. Ja, dann geh mich hier mal durch, würde ich sagen. Ich glaube sogar, hier dann kann ich mich noch erinnern, oder? Ja gut, es kann auch sein, dass wir die gleiche Area einfach... Ah ne, da, guck mal, da unten ist schon eine Zelle. Schluss auf, Bruder. Was?
Haben wir ihn gefunden? Das glaube ich ja nicht. Ich hätte nicht gedacht, je wieder einen anderen Mensch zu sehen. Wie zum Teufel sind sie in diese Welt gekommen? Das ist Portal, Junge! Commander Ford hat einen roten Kristall aktiviert. Die Saatmutter sagte mir, ich solle sie im Labyrinth suchen. Was nehmen wir? Ja, nimm das zweite, würde ich sagen. Die Saatmutter, sagten sie. Weiß gar nicht mehr, ob das stimmt. Kein Schimmer. Ja, da drüber für irgendwas. Wird schon gehen. Ich muss zu dem verrosteten Ort auf der Insel gelangen. Ich muss die Saat am Atoll des Drachen aufhalten. Ja, ich hab keine Ahnung. Ching Chang Chong, Chinese im Karton. Die Saat ist auf dem Atoll. Sie meinen Station 17? Warum in Gottes Namen? Ach du heiliger Himmel. Knochenkralle ist die Quelle. Asgards Träumer war das. Ich hab den Mund noch nicht mal aufgeregt, Alter. Ja. Mein Lebenswerk. Ich muss sie warnen. Sie bewegen sich auf dünnem Eis. Aber vielleicht sind sie da erfolgreich, wo ich versagt habe. Wie kann ich helfen? Wie kommen wir da rein? Ja, ich weiß, wie sie hineingelangen. Es gibt einen Spiegel in Station 13. Nicht da, wo die Überlebenden wohnen. Hinter einer verschlossenen Tür in den unteren Ebenen. Dieser Spiegel ist wie ein Tor zu den anderen Stationen. Hier, mit diesem Schlüssel können Sie den mit dem Spiegel verbundenen Computer entsperren. Okay. Sicher, aber verschwenden Sie keine Zeit. Die Saat wird nicht auf Sie warten. Alles klar, was haben wir hier noch? Gott, wenn ich das wüsste. Die Saat ist von Beginn an dort. Und wenn der Drache, der jetzt doch. Geil! Ist, wird bestimmt ein dicker Bossgegner. Bereiten Sie sich gut vor. Überlassen Sie nichts dem Schicksal. Sehen Sie mich an. Sehe ich so aus, als hätte ich noch Kraft zu kämpfen? Ich würde gerne. Aber. Diese Zeiten sind. Kann der nicht noch leben, wenn der hier in der Zelle auf irgendeinem Sie random sind Welt ist? Jetzt die letzte Hoffnung. Ich bedauere, aufgegeben zu haben. Die Antwort lag die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Hätte ich nur weiter gesucht. Ich musste einen hohen Preis zahlen, um so weit zu kommen. Ich habe Freunde und Familie geopfert. Ich habe es satt. Ich sage nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Vor allem, wenn man nichts zu verlieren hat. Aber tun Sie sich einen Gefallen, ja? Nehmen Sie den hohen Preis in Kauf. Das macht es einfacher, wenn alles vorbei ist. Alles klar. Viel Glück. Cool. Sie werden dann helfen uns halt nicht, Alter. Look. Schlüssel des Gründers erhalten. Nice. Ja, weg. Okay, der Schiff ist noch. Problemer Schiff. Ich würde ja gerne seinen Schädel zertrümmern, aber. Ist nicht. Ich habe Level bekommen. Ich nicht. Schade. Ja, gut, aber haben wir den. Endmofo schon gebatscht? Welcher Endmofo? Von der Map hier? Ich hab keine Ahnung. Ja gut, wenn wir den schon gemacht haben, steht hier. Wenn wir den besiegt haben, können wir ins Prison rein. Ja, da müssen wir den ja schon gemacht haben. Nice! Cool. Jetzt müssen wir auf Station 13 und in den Spiegel rein, oder was? Ja, ganz unten. Da bin ich ja mal gespannt, wie hart dann der Endboss ist, ob wir passend gelevelt sind, Alter. Ja, Mann. Oder ob wir richtig auf die Fresse kriegen.
Ich meine, wir kriegen wahrscheinlich so oder so auf die Fresse. Hauptsache, es wird nicht mehr so eklig wie diese zwei Fliegeviecher. Ich glaube, nichts in dem Game wird wieder so eklig sein wie diese zwei Viecher. Ja, das war ja so AIDS. Okay. Der Aufzug, der war hier irgendwo, oder? Ja. Aufzug, müssen wir da nicht die Treppe runter hier hinten? Bei der Level-Ding hier? Ah, genau, hier ist der Eingang, ja. Dann gehen wir einfach mal ganz weit runter, wie es geht, nehme ich an, ne? Jo. Schau mal sagen. Irgendwo ist nämlich dieser Raum, wo dieser PC ist, alles ist so blockt. Ja. Da kann ich mich auch noch so halb drin erinnern. Ich glaube links war das. Hier, ja. Ja. Genau, hier ist der Spiegel. Damals haben wir uns halt gefragt, was ist das? Nice. Sind wir da. Systemschloss aktiviert. Kein Zugriff. Kannst du da den Key benutzen? Ja. Rein damit. Okay. Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. Steuerungsterminal. Funktioniert jeder Computer? Systemdiagnose. Spiegel initialisieren. Okay. Und rein. Was auch immer das ist, Bin gespannt, was jetzt kommt. Voll aus dem Game raus, jetzt richtig Endgame-Content. Oh, wir sind aber wieder hier, oder? Es ist dasselbe, ja. Nur irgendwie andere Welt. Stranger Things. Okay. Station 17. Jo, ein dicker Kristall, recht. Ja. Sonst ist hier erstmal nichts, oder? Es geht einfach noch weiter runter. Ja, Mann. Keiner hier, Alter. Okay, wir haben zumindest einen Checkpoint. Schon mal gut. Okay. Oh. Fuck. Ah, der ist von der Saat infected. Ja, scheint so. Und das ist ja die Quelle. Okay. Und wieder versuchen die Kinder des Kerns, Unvermeidliches zu vermeiden. Sie sehen die Wahrheit und die Sinnlosigkeit ihrer Handlungen nicht. Wir bringen Reinheit und Ruhe ins Chaos. Alles wird verschlungen. Das ist notwendig und gut. Die Kinder verstehen es nicht. Die Kinder denken, ihre Leben sind lebenswert. Die Kinder irren sich. Die Welten und der Kern der Welten existieren mit Qual und Unfrieden. Okay. Wir bringen Frieden, Gleichheit, Stille. Bring uns mal lieber eine dicke Pizza, Junge. Durch uns werden alle eins. Die Kinder leisten Widerstand in einem Kampf, der nicht gewonnen werden kann. Ihre Handlungen sind letztendlich bedeutungslos. Egal wie oft sie aufstehen, sie werden zerstört. Okay, das ist unser Gegner anscheinend. Wir werden alle. Hit jetzt oder was?
Sieht schon mal eklig aus. Guck, wie viel Schaden wir denn machen. Frisst auf jeden Fall. Rot. Was? Der hat mich aber gewonnen mit irgendeiner Fähigkeit. Oh ja, mal schauen, oder? Was? Oh, da kommt sogar. Alle! Ja, dead. Okay. Aber ich glaube, das ist nicht so schwer. Nee, den müssen wir halt direkt wegbasten. Die Katze noch mal angucken. Ja. Boah. Ja, das hat mich gekillt. Die heilen alle. Ich bin schon wieder. Los, heil ihn. Bist mein Pumpe, Junge. Stirb! Ja! Nein, Nathan! Oh mein Gott! Oh Mann, da hab ich doch mal gekillt. Mach ihn weg, Alter. Ja. Nice. Oh, der hat eine Second Phase. Oh, sieht nicht so aus, als hätten wir ihn besiegt. Oh doch. Ah, hu! Ah! Wieder zum Transformer, oder was? Und mein Timer läuft doch einfach noch runter. Ja. War doch nicht so easy. Meinst du? Yo, dead. Oh, ich lebe wieder. So, jetzt bist du dead. Eine Sekunde! Ausweichen! Boah, Alter! So. Hä? Hey, wo ist der hin? Hab ich weggeportet. Ich bin irgendwo anders. Wie? Ich muss gegen Ads kämpfen. Ha! Ja, mach dich mal schnell dead, ey. Ich lieg hier, ich chill hier noch so ein bisschen rum. Weiß man nicht, wie ich hier rauskomme. Also bei mir ist kein Gegner, nur der Boss. Chillt der jetzt einfach bei dir? Ja, der chillt da einfach rum. Ich bekomme einfach so. Oh. Ah, jetzt macht er was. Achtung, ja, Meteoriten. Wieder hier. Oh, er castet wieder. Ausweichen. Ja, easy. Nein! Ah, ich bin die ersten drei ausgewichen, damit ich. Was das hat für eine Range hat? What the fuck? Wie viel Leben hat denn das Viech? Ich hab genug Munition, um das zu killen. Ja, hä? Da gibt's da irgendeinen Trick. Ich hab einfach gar keinen Damage. Ich hab auf jeden Fall keine Heals mehr. Ich hab noch zwei. Hey, wo bin ich jetzt? Ja, hier, komm, wir müssen da hinten in das Portal. Ah, okay. Ah, ich krieg Damage! Ja, du musst einfach weiterlaufen. Oh, ich hab generell eh fast kein Leben mehr jetzt. Oh, jetzt nimmt der Schaden! Ja, aber trotzdem wenig. Ich mach 1000 Damage mit meiner Waffe, trotzdem nimm mir keinen Schaden. Ja, dead. Oh. Ich mach mit meiner Sniper irgendwie sogar 11k, das macht keinen Schaden. Hey.
Okay. Ja, auf ein neues, ne? Gucken, ob wir jetzt den Mini nochmal fighten müssen. Ja, bestimmt. Ja, natürlich. Gerade in der Heil-mich-Animation, Alter, dann hat er mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dich da reviven kann. Also, Zeplings. Oh mein Gott. Ehre. Lecker. Das schmeckt. Alter. Nice. Komme. Eine Sekunde. Oh shit. Da gerade einmal primär mit Headshots reinballern. Zeit, einfach mal ausweichen. Vielleicht passiert irgendwas. Vielleicht müssen wir echt nur überleben. Dann so eine Phase, wo wir den Damage können. Dass wir jetzt unsere ganze Muni wegballern, dann geht gar nichts mehr. Okay, der hat auf jeden Fall nur dich anvisiert irgendwie. Ja. Bei den Meteoren kannst du auch relativ leicht ausweichen. Oh, okay, wir sind ja real. Vielleicht machen wir ihm jedes Mal mehr Schaden, wenn wir aus der Realm kommen. Alter, als ob. Du musst doch nicht mal rollen, du musst nur in eine Richtung rennen. Einfach wegrennen. Ja. Oh, reicht es? Hey, warten wir noch eine nächste Realm ab. Vielleicht machen wir dann wieder mehr Damage. Was macht er jetzt? Okay. Jetzt machen wir gar keinen Schaden. Können wir aufpassen, dass du genug Ausdauer hast. Sein, dass wir hier in der Welt irgendwas machen müssen, oder? Hm. Ach, jetzt nicht wirklich viel mit, Leute. Was sind wirklich viel mehr Demokratie? Nee, ich auch nicht. Eine Sekunde! Könntest du ja in der Welt mal umgucken? Alter, das ist ja auch die Mini-Zeplings kaputt machen, die da drin sind. In der Zwischenwelt, meine ich jetzt. Dann kommen wir zurück, vielleicht hat er dann hier weniger Leben. Ehrlich viel.
Weil jetzt sieht's aus, als hätte er wieder irgendeine Rüstung nach diesem. Ja, genau. Sonst gibt's ja auch nichts in der Welt hier, ne? Nö. Okay, hier vielleicht, was ist hier? Sind hier Gegner? Hier bekommt man ja irgendwann dann Schaden. Ja, hier kommen Gegner. Ich glaub halt nicht. Hier bekommt man dann ja auch irgendwann Damage, ne? Kommt schon Schaden jetzt. Kannst ja ein Johnny sein. Ah, ich mach mehr Schaden, guck. 4 Karma jetzt. Aber hä, da verliert echt so viel zu wenig Leben. Ah, wir können so eine Potions auch reindrücken, stimmt. Boah, boah. Ich habe auch irgendeinen Dreier Totenkopf bei mir unten in der Statusleiste unter meinem Leben. Ja. Ist da wieder Tank hier. Hier ist aber auch nichts, vielleicht ist andere Seite mal in der Kriegsfluss. Ich bin gerade eben schon, Ja, es ändert sich irgendwie nichts, ne? Dem zieht's auch kein Leben ab. Ja, müssen wir vielleicht so auf diese Kreise zielen, wo der die Meteoriten spawnt, Alter. Wo der die Meteoriten spawnt? Vielleicht gehen die dann kaputt. Hey. Ja, ich hab 0 Muni. Ich verstehe es nicht. Das ist die andere Welt nur da, um sich wieder Muni zu holen. Und man muss einfach durch das Leben rückballern. Ist echt, du musst eine halbe Stunde gegen den fighten so? Keine Ahnung. Ah, ich bin komplett dead. Ja, ich hab keine Regions mehr. Ja, hä? Was ist das denn, Alter? Ich habe mal kurz so einen Tipp, den Anfang gelesen und da steht, ich habe jetzt nicht fertig gelesen, dass wir in dieser Zwischendimension Gegner plätten müssen. Möglichst viele. Okay, ja, dann versuchen wir das einfach mal. Können wir mal gucken, dass wir irgendwie... Ah, jetzt haben wir die Hure wieder. Ja, aber der kann ja nicht. Alter, das gibt's ja nicht mehr. Ja. Okay, nochmal von vorne.
Schild in seiner Hut, alle. Was? Ich bin doch gedodged. Als ob es mich killt. Oh shit. Okay, nice. Der meinem Schuss ausgewichen ist. Okay. Okay, also save mir einfach mal Muni jetzt, bis wir in dieser anderen Welt sind, genau. Und ballern da dann Viecher anhaufen. Ja. Boah, gib die Shit auf! Kinch. Was ist das überhaupt für ein Viecher? Da kommt bisher. Ist irgendwie diese Mutter der Saat oder so? Kein Plan. Ich hab so keinen Plan mehr von der Story, Mann. Es war ja irgendwie, dass irgendwelche Hüter die Welten beschützen, aber die Hüter irgendwie corrupted wurden und irgendwas greift alles an. Ja, kein Plan. Ich glaube, das ist dieses Etwas, was alles steuert. Wir können ja mal so 5 Stück plätten und dann rausgehen und gucken, was das bringt. Ah, das sind auch die Stacks unten mit dem Totenkopf. Ah. Nachhören. Faden hier drin, ne? Ja. Ja, lass mal raus. Wo ist die Tür? Eine der Seiten. Okay, gucken wir mal, ob sie was geändert hat. Oh ja, jetzt mach ich schon 14k, der hat schon einen. Wenn die Stacks einfach bleiben, dann ist es auf jeden Fall schon machbarer. Okay, also, jetzt sind die Stacks auch weg. Ah, müssen wir immer wieder die Schmoggerts platt machen. Hey, ja. Da hast du gerade den Buff von meinem Trank weggemacht. Was soll denn das? Okay, sind wir wieder hier. Oh, dead. Stop. Ja, ich auch. Was hat dich jetzt umgebracht? Ja, ich glaube, da ist so ein dickes Viech noch gespawnt. Alter, was ist das für ein räudiger Boss? Das ist ja ein richtig cooles Game Design, Alter. Naja.
Gut, also... Ja, ich will eben nur nicht sterben. Das ist wahrscheinlich irgendwie 20 Mal oder so. Ja, dann wird er wahrscheinlich auch... Nice. Ich verstehe bei sowas überhaupt nicht. Weißt du, warum schickt es in eine andere Welt, wo wir stärker werden, um es zu besiegen? I don't know. Guck, da ist ein dicker. Oh, dann lass raus. Das dicke Kill ist wahrscheinlich das wieder. Hat nur 6, ne? Ach! Ah! Achtung! Als ob, Mann! Eine Sekunde! Alter! Bleib noch, easy. Ah, leck doch am Arsch. Geht mir jetzt schon böse auf den Sack, die Kacke. Wo bist du jetzt? Wo bist du? Ja, ich bin, der hat mich jetzt in die andere Welt geportet. Ich lieg hier rum. Ich glaube, ich gehe einfach direkt raus und revive dich. Falls ich dann halt nicht. Nice. Cool. Ich glaube, ich muss dann auch mal eine andere Waffe auswählen. Pumpe irgendwie nicht so effektiv ist gegen weit weg Ziele. Ja, wenn du da weit genug weg bist, bekommst du auch keinen Damage von dem Angriff. Die Hitbox von diesem Angriff ist so retardet. Ah! Lol. Da ist so ein Schmuck hinter dir. Nice! Ah, ich guck mal nach einer anderen Waffe, die ich hab. Das und hier nehmen wir. Machen wir halt mal so.
Aber wir haben auch im ganzen Game keine andere Rüstung gefunden, ne? Doch nicht, ne? Ja, immer nur das, was wir haben, verbessert. Ja, also ich habe halt noch was anderes. Also ich habe für ein paar Rüstungsslots habe ich noch einen anderen Shit, aber das ist halt scheiße. Guckt sich auf jeden Fall schon mal besser. Am Start. Warte, ich hab so Fähigkeit von so einem Hund noch. Ewig Dauer, Mann. Ja, Mann, Alter. Alter, haben wir nicht. Ah, jetzt, jetzt, jetzt! Oh mein Gott. Ah, da kannst du doch auf das Kind ballern, glaube ich, dann. Okay. Oh fuck, ich hab keine Muni. Ja, da liegt ja welche rum hier eigentlich. Ja, hol mir ein bisschen. Hat der Mensch gemacht mit einem Hit, Raus. Ich brauch kaum noch Muni, Ja, ich hab keine Muni mehr. Jetzt wieder. Ja gut, halt dich lieber nochmal, bevor der es weg.
Hund ist hier drin stark, Alter. Ja, Mann, der hilft echt. Fähigkeit ist auch so nice, Gegner zu sehen, weil ja, Mann, so du siehst die sonst gar nicht hier drin, Alter. Oh, ich krieg Schaden. Warte, dass wir rausgehen, ne? Ah, lauf! Ah, fuck! Komm, mach was. Hast du noch eine Munikiste oder so? Ich hab noch, ja. Ah, der ist nicht rausgekommen. Stopp. Ich hab nicht genug Schaden gemacht, glaube ich. Okay, einmal noch. Ich hab die Fähigkeit nicht ab gerade. Sechs müsste eigentlich rauchen und reichen, oder? Ja. Ist doch nicht raus. Komm raus, du Hure! Ja! Ah! Ja! Ah, ja, nice, okay. Wenn man wusste, wie es geht, war es dann doch nicht so schwer. Ja. Okay. Schauen wir, ob es überhaupt fertig ist. Guck mal. Fähre des Verderbens. Digga, hat uns einfach in seinem Kopf gefightet, der Sohn. Bricht wohl deine ganze Welt zusammen. Okay. Bei mir läuft's normal. Okay. Also wenn das jetzt fertig ist. Ist an irgendeinem Boot, ich glaube mit dem Boot, wo wir gestrandet sind, sind wir gerade, ne? Ja, ein bisschen Story, Alter, wo gehen wir jetzt hin? Was ist gerade passiert? Kein Plan, Alter. Tatsache! Wir haben es durchgespielt, Bruder! Was für ein Ende, ne? Okay. Dann haben wir das letzte Mal einfach eine halbe Stunde weiterspielen können, ne? Ja, Mann. Weil Daniel Craig hat da mitgemacht? Ich
krieg mal hier noch ein bisschen was erzählt jetzt. Auf jeden Fall einen neuen Skillpunkt erhalten. Oh, Range Damage hoch. Da. Ah ja, stimmt, wir haben neue Sachen unten, ne? Ja. Neue Gegenstände. Fähre des Verderbens. Setze alle ausgegebenen Eigenschaftspunkte zurück. Ah. Ja. Wertvolleres. Aber wir können eine neue Waffe machen mit diesem Albtraum-Shit von dem Dude. Was sind die Waffenmacher? Brauchst du was? Sicher? In Ordnung. Ah, ne, das war nur. Ah, doch. Mach's gut. Das ist ja mein... Ach, sind wir hier fertig? Das Kuchen sieht komisch aus, oder? Was jetzt? Ja? Verschwende nur nicht meine Zeit. Repulsator? Sind wir hier fertig? Mach's gut. Brauchst du was? Ah, mal. Ja? Verschwende nun nicht meine Zeit. Ich muss arbeiten. Zieh weiter. Pass da draußen gut auf dich auf. Sieht interessant aus. No. Hm. Ja, wow, also haben wir es durch. Ja, anscheinend schon. Bleiben wir mal mit der Alten hier. Falls Sie etwas brauchen, fragen Sie die Leute hier. Ja, hä? Wir haben doch alles gemacht. Ich könnte doch jetzt... macht immer noch Ärger. Aber dank Ihnen können wir jetzt hier raus. Baba gehen, Bruder. Wir können ja nochmal zu dem... zu dem Gefängnis da. Genau, vielleicht sagt er was. Oder zu dem... was ist das? Labyrinth, wo dieser andere Dude war. Ja. Naja, und wenn es nicht Neues gibt, dann haben wir es durch. Ist auch okay. Ist auch okay. So, wo war der Typ? Ja. Ja, aber an sich war schon funny, also es war schon... Ja, ja. Für einen Titel, den vorher keiner wirklich gekannt hat, ist es gut. Wie geht? Der ist aber weg, Alter. Wo ist denn der ja, jetzt hin? Schmock jetzt hin, Alter. Ja, dann lass mal in dieses Labyrinth gehen. Ach, stimmt, vielleicht chillt er da rum. Hier, Schlüssel des ewigen Königs verwenden. Aus der Asche. Wo?
stand da nicht. Ich habe aber wieder einen Totenkopf auf der Map. In die Richtung. Ja, ich sehe den auch. Steht auch nicht mal da, wo wir hin, wo wir es hingehen damit. Ah, die kennen wir auch. Ein gesegnetes Wieder. Er regiert von der Zitadelle aus. Das Tor ist seit ewigen Zeiten versiegelt. Er regiert von... Das Tor ist... Ah, stimmt, das war dieser Turm, ne? Wo uns noch was... Den haben wir auch nie aufgemacht, oder? Lass mal hinporten. Aber wirklich, dass der Totenkopf irgendwie anzeigt, dass in die Richtung ein Boss ist oder so. Wie heißt der Shit hier? Rom, ne? Kann sein. Ich glaube aber, dass wir den aufgemacht hatten, weil drin war dann der Typ, der uns in die anderen Welten geschickt hat, oder? Boah, dieser King, das kann da sein. Hm. Aber nicht der hier, wo war denn der, Alter? Keine Map, er ist zu behindert. Hier hinten dran? Nee. Wenn ich mich umgucke, sehe ich sie auch nicht wirklich. Ah. Ja, dann lass noch mal zu dem Thron. Jo. Da. Chillt zumindest jemand. Ihr seid also noch am Leben. Willkommen zurück. Ihr seid also noch am Leben. Stop. Wow. Willkommen zurück. Alter. Ja, dann fragen wir Google halt nochmal schnell, was das aus der Asche hieß.
Okay. Findest du irgendwas? Da steht noch was. Also wenn du auf das, was du mir geschickt hast, drückst, steht, dass nach dem Dreamer das Game completed ist. Aber okay, dann steht noch mega viel anderer Shit mit Subject 2923. Ich weiß aber nicht, ob das das DLC ist oder... Kann sein, dass das das DLC ist. Ja, es ist DLC. Ja, dann kann man nur noch, was stand da als, warte mal, lass noch mal kurz zu dem, der Stein. Ja, nochmal ins Labyrinth gucken, was da steht, wenn das aufploppt. Na, googeln wir das nochmal, weil da war irgendwas mit benutze da und da. Einen Schlüssel oder so, ja. Aber wenn da nichts ist, dann sind wir durch. Ja, wahrscheinlich so. Bis auf die DLCs halt. Ja, nee. Können dann ja mal gucken, was wir noch so rumpimmeln haben, oder vielleicht gibt's ja gerade in Epic was. Was Coop geht. Schlüssel des ewigen Königs verwenden. Guck mal im Inventar, was da steht. Na, google ich mal. Ja, bei der Unsterblich ist doch der, bei dem wir gerade waren, oder? Schlüssel. Also sogar das erste Google-Suchergebnis. So. Ja, ich glaube, das ist unwichtig für uns. Ja. Ja, wir haben den quasi ein optionaler Boss ist es, um den Labyrinthschlüssel zu kriegen. Ja, aber den haben wir ja schon. Den haben wir schon. Gut, dann, Leute, sind wir durch. Remnant from the Ashes, Folge 6. Ja, war ganz okay, würde ich sagen. Jo. War eine Abwechslung, war was Neues. Die Welten waren ein bisschen generisch gleich. War nicht so viel die Abwechslung drin, es sah irgendwie alles gleich aus. Aber um sich mal so 20 Stunden ein paar Mal ein bisschen auf die Fresse geben zu lassen von irgendwelchen Bossen ist es ganz okay. Somit melden wir uns ab. Haut rein.